Als Musiker in einer Blasmusikkapelle braucht man einen langen Atem. Dass dieser Atem auch für sportliche Leistungen lang genug sein kann, das bewiesen kürzlich Blasmusiker aus dem Lungau. 10 Mannschaften kämpften im Fußballturnier der Lungauer Blaskapellen um den Titel. Bereits zum 10. Mal fand das Fußballturnier der Blasmusikkapellen in Mur im Lungau statt und somit war es heuer ein Jubiläumsturnier. 10 Mannschaften kämpften um den Sieg, denn schließlich winkte für das Siegerteam eine nagelneue Trompete, gesponsert von Christian Lassacher vom Musikhaus Klangvoll. Außerdem erhielt jede teilnehmende Musikkapelle ein Erinnerungsgeschenk. Wir haben einfach festgestellt, dass in den letzten Jahren einfach da in so einem kleinen Tal, wie wir das sind, die Leute uns abhanden kommen, eben für so ein Festival, wo die Blasmusik das veranstaltet, als unsere Musik. Und jetzt haben wir uns was einfallen lassen. Und da haben wir das mit einem Fußballturnier angefangen und das, die Idee kommt auch von Sampl Arnold, der was auch unser Hauptsponsor ist. Oder unser Sponsor, der was uns diese Erinnerungsgeschenke eigentlich schon seit 10 Jahren macht. Und es ist gut angekommen bei den Blasmusikkapellen und ich freue mich selber wieder, wenn wir sie einladen, dass so viele teilnehmen. Gelernt habe ich Trompeten, dann Bass, jetzt Posaune, also alles Mögliche, was man halt so braucht. Und heute selber im Tor? Heute selber im Tor, ja genau. Gut abgewehrt, wie es gelaufen? Ja, ich glaube, es ist gut gegangen. So viel habe ich nicht reingelassen. Ein paar, man ist nicht so in der Übung, aber es geht rein um den Spaß und Gott sei Dank ist nichts passiert. Und das ist das Wichtigste. Und jetzt nachher ab zur Hüttengaudi? Ein bisschen zur Hüttengaudi. Zuerst brausen, ein bisschen aufschnaufen, aber nachher zur Hüttengaudi. Okay. Wo spielt es in Wochen eine Mannschaft? Von Lessach, also DMK Lessach. Und da spielt es in der Musikkapelle? Genau. In der Musikkapelle sind Damen und Herren benannt. Ist das ganz viel anders als wir am Fußballfeld? Nein, eigentlich gar nicht, weil es muss jeder zusammenhelfen. Und wenn es nicht zusammenhilft, ja, dann wird es ja nichts. Genau so ist es. Und wie ist es gelaufen? Ja, eigentlich ganz gut. Wir sind voll zufrieden. Wohl, wie viele seid ihr? Dritter. Ja, super. Von wie viel? Von 10 Mannschaften. Einen Musikantenstadel der ganz besonderen Art dürften wir hier erleben. Liebevolle Details um und in den Hütten, wohin man sieht. Man merkt hier die Liebe der Murer Gemeinde zu dieser alljährlichen Veranstaltung. Den Murer Musikantenstadel gibt es seit 1981. Damals waren die Verantwortlichen in der Musikkapelle sehr weitblickend und haben gesagt, wir brauchen irgendwas, wo wir uns besser finanzieren können. Also in der Zeit sind immer mehr Jugendliche zur Musik gestoßen und die Ausbildung der Jungen kostet sehr viel Geld, die Neuankleidung, die Instrumentierung. Und da ist eben die Idee geboren und da haben alle die Musikkapelle und die Bevölkerung kräftig zusammengeholfen und haben dann diesen Musikantenstadel errichtet in Eigenregie. Und der Reinerlös des alljährlichen Musikantenstadelfestes geht zur Gänze in die Ausbildung, in die Neuinstrumentierung und in die Einkleidung der Jugend. Ich stehe zur Blasmusik positiv, weil ich selber ja 25 Jahre aktiv bei der DMK Mur mitgespielt habe. Jetzt ist es ein bisschen lustiger für mich, weil ich gleich zuschauen brauche. Ne? Hast du aber heute nicht mitgespielt? Heute habe ich nicht mitgespielt, weil ich Rückbringdienst habe und da muss ich die ganze Nacht fit bleiben. Dass die, die nicht fit sind, auch gut heimkommen. Ne? Im Musikantenstall werden die Händler gegessen, essen den Fußballer auch Händler. Ja, selbstverständlich. Ich muss sagen, ich bin den ganzen Tag heute schon da. Ich bin seit 10 Jahren jetzt da, das muss ich auch mal dazu sagen. Und die Fußballer essen untertags natürlich leichte Kost. Da essen sie zuerst einmal einen Schnitzelburger zu Sachen. Und am Abend wird noch ein deftiges Händel gegessen, ein gutes Bier dazu von der Murauer Brauerei, glaube ich. Und ja, und dann wird fest gefeiert und natürlich die ganzen Siege, was sie machen. Zahlreiche Besucher stürmten den Stadel. Der Einsatz aller Beteiligten an diesem schönen Fest hat sich wieder einmal bestätigt. Die neue Trompete durfte die Bürgermusik Damsweg in Empfang nehmen und der Jubelschrei zeigte, wie groß die Freude darüber war.